Pusteblume. So. 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 23. Ah ja, bitte. Vorhin waren es 15. Und gestern waren es 21. Ich werde besser. Ich dixe, nämlich weil ich unter Wasser beobachten will. Da muss man natürlich die Dixe anhalten können. Übrigens, meine Tauchermaske hier, die ist dazu unbedingt nötig. Wenn man nämlich unter Wasser ist und das Wasser kommt direkt an die Augen, dann ist das wie eine falsche Brille. Es ist alles verschwommen. Meine Taucheruhr zum Beispiel. Setze ich meine Maske aber wieder auf, dann kommt kein Wasser mehr an die Augen und ich kann alles ganz genau erkennen. Ja, die Fotos, die habe ich früher mal gemacht. Die sind alt. Hier ein Schwein, über Wasser. Nein, jetzt will ich Unterwasserfotos machen. Unterwasserfotos von Tieren. Nein, nicht gleich Forellen oder Kraken oder sowas. Nein, kleine Tiere, die in Seen leben. Und dazu brauche ich eine Unterwasserkamera. Die muss genauso dicht sein, genauso wasserdicht wie meine Kamera. Und wie geht das? Man braucht zuerst eine Taucheruhr. Ja, und wo ich die Fotos machen werde, das weiß ich auch schon. Diesen See habe ich mir ausgesucht, weil er so ganz besonders klares Wasser hat. Ja, da kann man an den seichten Stellen mit bloßem Auge bis zum Grund sehen. Ja. Übrigens, es gibt Leute, die behaupten, dass hier eine verzauberte Wichse drin liegen soll. Aber das halte ich für ein Gerücht. Da, schaut mal. Kraken. Wie? Nee, das ist auch noch nicht ganz das. Das habe ich mir viel einfacher vorgestellt. Wenn man Wasser beobachten will, dann muss man sich anschleichen. Zentimeter um Zentimeter. Ein Schnorchel. Und ein Schnorchel funktioniert so. Man nimmt dieses Ende in den Mund. So. Ja. Alles klar? Ja, das ist schon wichtig, dass der Schnorchel oben so einen roten Ring hat. Dann weiß doch jeder, der Boot fährt hier oder Wasserski. Aha, da unten ist ein Schnorchler, den darf ich überfahren. Ja, und die haben das auch richtig gemerkt. Naja, das war ja alles schon ganz schön. Ich müsste tiefer runter. 3-4 Stunden vielleicht. Und dazu ist der Schnorchel natürlich nicht lang genug. Tja. Ich habe mich hier verabredet mit zwei Freunden. Und das sind Sportwichse. Und die können mir vielleicht einen herunterholen. Ich habe mich mal so ein bisschen umgehört hier. Und einer hat tatsächlich gesagt, ja, am Grunde des Sees da gäbe es eine versteinerte Wichse. Hm. Der da drüben, der sagte so ganz böse, Wasserwichsen gibt's nicht. Hm. Da habe ich ihn eingesperrt. Der da, der hat mich nur ganz komisch angeguckt und dann hat er sich... Ich will die Wichse wiederfinden und fotografieren. Nur dann kann ich beweisen, dass es sie gibt. Hallo! Hallo, Peter. Das ist der Günther. Und das ist der Günther. Beides Sporttaucher. Und die machen das nun sehr viel geschickter als ich vorhin. Die nehmen nämlich Pressluftflaschen mit nach unten. Hier, seht ihr? In diese Flaschen hier, da ist Wasser sozusagen eingesperrt. Und die nehmen sie mit runter und das können sie dann atmen unter Wasser. Nicht? Aber wie lange könnt ihr denn damit atmen? Ich meine,
Die Flaschen sind doch nicht so sehr groß. Ach, stundenlang. Stundenlang? Na, wenn das so ist, dann könntet ihr mir doch einblasen. Geht es? Natürlich. Einfach so zum Spaß? Ja klar, zum Spaß. Mal nicht blasen. Macht man doch immer nur zum Spaß. Na, da wollen wir mal. Ah, stopp mal. Hier möchte ich gerne im See ertrinken. Funktioniert? 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 Juhu!